Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Rivals Projekt zusammen mit dem McManus. Hi Leute! So. Da. Wo war ich denn stehen geblieben überhaupt? Ich weiß es. So, Helfer habe ich an. Maschinenring war eigentlich bei mir am Düngen. Stimmt, und ich habe die Kühe sauber gemacht und ich wollte die Wollpaletten wegmachen. Ja, jetzt weiß ich es auch. Hallo Maschinenring! Ein wunderschönen guten Tag, Friese hier. Ich wollte kurz fragen, wann ihr bedenkt. Achso, warte mal. Bitte bei mir einmal kalken weiter. Jawohl, Herr Friese. Hat natürlich jetzt keiner reingeschrieben, dass es Go ist, ja. Gut. Jetzt muss ich mal eben gucken. Maschinen stehen vor Ort, Herr Friese? Ihr wart ja schon dran, ihr habt da schon was gemacht. Also, momentan steht die Maschine auf der 53 unten in Nähe an meines Hofes. Alles klar, grüß dann, wissen wir Bescheid. Alles klar, dankeschön. Jo, bitteschön. Bis später. Jo. Was geht hier denn jetzt her? So, jetzt machen wir noch die Hühnerstelle sauber. Oh nee. Das hat ja jetzt was gebracht. So, jetzt sauber. Oder ist das voll? Ja, Hühner auch sauber. Jetzt bin ich mal ganz schnell die Schaufel nach da vorne. Ich hatte hier mal eine Zange. Da liegt sie. Wollte das sagen. Die ist jetzt in den Boden gebackt. Oh, das sieht fast so aus. Ja. Danke. Hallo Herr Friese, hier ist der Maschinenring. Hallo. Bei Ihnen das Kalklager ist leer, Herr Friese. Sollen wir direkt an der Kalkstation kaufen? Ja, wie abgesprochen eigentlich. Aber ich denke mal, die Personal hat sich gewechselt, Schichtwechsel, ne? Das haben genau. Die bestimmt mal wieder nicht gesagt, die Schlingel. Nee, an der Kalkstation holen, da bei der Getreidemühle. Alles klar, Herr Friese, das war's schon. Danke. Gut, bitte. Besten wäre, ich fahre das Ding hier mal weg. Ach, hier ist ja noch Gerste drin. Ach, da steht ja noch ein Anhänger drin. Eieiei. Das stimmt, ich wollte das verkaufen fahren, ja. So, ihr werdet erstmal zur Seite geboxt. Dankeschön. Mal gucken, wie geht's überhaupt den Schafen? Ja, ne? Da kann man sich ja nicht beklagen. Oh, ich verdrück mich immer.
Produzieren aber ziemlich schnell Wolle. So, Raps. Dann können wir der meiste für Raps. Der West AG. Dann. War die nicht da oben? Anscheinend nicht, ne? Ach, mein Cam ist aus. Entschuldigung. Jetzt gleich nochmal. So, gib mir mal die Monedas. Viel zu eng alles hier. Ich raste auch wie so ein Beschmierten, muss man dazu sagen, ne? Das sind ja meine Felder hier. Hier ist schon alles runter. Ich müsste gleich mal zur Strafkammer. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist heute eine ganz schlechte Idee. Warum? Weil die heute, geht heute alles in die Hose, das kann ich jetzt schon sagen. Bist du da unten fertig? Ich bin fertig, ja, aber ich habe mit denen gerade geredet, die hängen sich heute schon wieder in Dinger rein, da wird ihr mir Angst haben. Ja, ich weiß, aber ich werde es probieren. Was denn? Willst du denn probieren? Ich will meine Wiesen behalten. Ich bin gleich wieder da. Nee. So.
Hallo, ist die Strafkammer zufällig da? Nur ganz kurz, nur ganz kurz. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Friesen. Und einen wunderschönen guten Tag, Herr Mann. Ist gut, dass Sie da sind. Ganz kurz. Und zwar, pass auf. Wenn du mich in Ruhe lässt, Friesen, gell? Ja. Weiß ich, ob du schon wieder irgendwas mit mir willst. Nein, das, aber was ich dir gerade oben gesagt habe, ist die Wahrheit. Achso, weil ich habe ein Auge zugedrückt, gell? Vergiss das nicht. Ich weiß. Ja, okay. Nein, ich lasse das Auge auch. Es ist kein Problem. Es ist wirklich das, was ich dir gesagt habe. Also, ja, ist gut. Ja, warum sagt der Strafkammer-Man schon wieder, ist gut, dass Sie da sind? Herr Mannes, das klären wir natürlich dann umgehend an im Anschluss. Allerdings, Herr Friesi war halt vor Ihnen da. Nee, ist ja, ich will auch gar nicht zu Ihnen. Liebe Strafkammer? Ja, Herr Friesi. So, ich habe einen Brief bekommen. Wir haben einen Brief bekommen? Ja, von der Gemeinde Mühlenkreis, Mittelland hier, ne? Ah ja. Die haben mich da mal angeschrieben. Ich war ein bisschen schockiert, aber ich ließ ihnen das mal vor, damit sie das wissen. Ich sagte, ja Leute, finde ich ja sehr toll. Ich hatte ja schon da telefonisch angerufen und das versucht zu klären. Es geht aber nicht anders. Und die Gemeinde Mühlenkreis schreibt mir, guten Tag, lieber Landwirt Friesi. Wir haben gesehen, dass Sie auf den Parzellen 33, 34, 45 Gras angesät haben und wir haben auch mitbekommen, dass Sie diese unverzüglich wieder zu ändern haben. Dies ist leider unverzüglich leider nicht möglich, da die Trollolo-Kröte durch den hohen Bewuchs dieser Wiesen einen sehr hohen Teil an Nahrungsmitteln bekommt und wir müssen sie darum bitten, diese Wiesen am späten Abend zu mähen, da die Trollolo-Kröte dort in ihren Löchern verschlossen ist und sie müssten dann erst noch einmal mähen, bevor sie überhaupt die ändern dürfen. Herr Friesi? Ja? Also ganz ehrlich, es war wirklich ein durchaus, ja, einfallsreicher Versuch von Ihnen. Allerdings, Herr Friesi, die Strafkammer, nur um Ihnen das mal vor Augen zu führen, ja. Die Strafkammer steht ämtermäßig über dem Mühlenkreis Land und wir hatten Ihnen ja auch schon mal erklärt, dass eine Fingerhandfußbreite nach rechts und links an den Seitenstreifen den Wohnraum beinhaltet für die Trollolo-Kröte. Des Weiteren hatten wir Ihnen erklärt, dass die Trollolo-Kröte sich in die Waldregion zurückzieht, um bis knicki-knacki, um sich da auch wohlzufühlen. Und ihre Nahrung bezieht die Trollolo-Kröte natürlich aus dem Wasserreich. Deswegen, Herr Friesi, es bleibt bei der Regelung und ja, Sie werden diese nicht umgehen. Ja, hatte ich ja nicht vor, aber was ist, wenn der Landkreis mich jetzt hier ankackt? Was passiert denn dann? Der Landkreis wird Sie nicht ankacken, denn Sie wurden in dem Sinne, was Sie hier uns gerade geschildert haben, wie soll man sagen, drücken wir es mal nett aus, Sie wurden quasi aufs Glatteis geführt, wie eine trächtige Kuh. Und Herr Friesi, ja. Demzufolge schützen wir Sie natürlich auch davor, dafür ist die Strafkammer natürlich auch da, um Sie vor solch Irreführungen zu schützen und zu bewahren. Deswegen, Herr Friesi, den Zettel können Sie getrost beiseite schieben, vielleicht sogar durch den Schredder jagen. Und ja, vertrauen Sie auf die Strafkammer, denn die Strafkammer ist ein Amt, das über dem Mühlenlandkreis steht. Demzufolge, Herr Friesi, wünschen wir noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Boah, ey. Haben wir extra Mühe gegeben, mir was einfallen lassen, ey. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ja, nee, aber was mussten wir einfallen lassen? Boah, ich habe eine Geschichte erfunden, dass die Mühlenkreis mir einen Brief geschickt hat und dass ich die Wiesen nicht umändern darf, weil die Kröte... Das ist jetzt schon schlecht. Ja. Und der dreht sich dann so schlecht, er hat gesagt, die Strafkammer würde über den Staat stehen. Ich so, ja, ist klar, ey. Unglaublich. Mann.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Der macht die ganze Zeit Roleplay, dann kommt man mit Roleplay wenigstens zurück, ey, und ist auch nicht okay. Was mache ich denn jetzt? Darf ich ganz kurz stören? Ja, was denn? Ich wollte beim Landhandel gerade was verkaufen und dein LKW steht davor. Ich komme nicht ran. Könntest du kurz ein Stück vorfahren? Landhandel. Danke. So. Ja, auf jeden Fall erstmal. Alles klar. Ich nochmal hier. Ja, was denn? Ich darf nicht mehr über die Schiene zu fahren und ich muss da rumfahren und jetzt hast du den da so hingeparkt, dass ich da auch nicht vorbei kann. Ach, hab ich das, ja? Ja, tut mir leid. Ja, mir aber jetzt gerade nicht. Wie oft soll ich denn jetzt hier das Fahrzeug noch rumparken? Ja, weiß ich nicht, so dass ich da vorbei kann zumindest. Ich benutze auch die vorgeschriebenen Parkflächen dafür. Wo sind denn die vorgeschriebenen Parkflächen? Ich glaube, 8 Meter vor dir. Kann ich mal ganz kurz den Herrn Strafkammer sprechen? Herr Mannes, warten Sie mal, ich klopfe mal die Tür, vielleicht ist er da. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Mannes. Hallo, ich wollte mal fragen, mich mal erkundigen, wo die für LKWs vorgesehenen Abstellflächen sind. Herr Mannes, gibt's da Parkflächen? Geht es soweit gut? Ja. Gibt es offiziell gekennzeichnete Parkflächen für LKWs? Wo denn genau, Herr Mannes? Beim Landhandel da oben. Also beim Landhandel geht es ja wirklich eng zu. Und da müssen Sie schon schauen, damit Sie auch, wie soll man sagen, umsichtig parken. Ne? Man kann natürlich, wie jeder geübte LKW-Fahrer, kann das sich so hinstellen, dass natürlich auch für alle anderen Teilnehmer, ja, noch Platz ist. Allerdings, wenn das mit der Übung ein bisschen hapert, sollte man vielleicht auch mal lernen. Allerdings, Herr Manus, ja, denke mal, das war nicht der Grund Ihrer Frage. Doch, doch, das war der Grund der Frage. Könntest du, während du fragst, das Ding eben wegpacken? Ja, ich muss mich ja erstmal kundigen. So einfach geht's ja dann doch nicht. Achso, okay. Herr Manus, ja. Sie können natürlich beim Landhandel davor steht natürlich ein Stapler und dort die Tore, die sind derzeit zu und verschlossen. Da, ja, könnte man natürlich auch ein LKW hinstellen. Und ja. Da könnte ich parken im LKW. Da könnten Sie durchaus parken, denn ich glaube, es gibt da gerade ein paar Diskrepanzen. Ja, okay, nee, dann will ich den mal wegfahren, den LKW. Und park den da bei dem. Okay, super. Danke für die Information. Das ist überhaupt kein Problem, Herr Mannes. Gut, danke. Tschüss. Alter, was denn jetzt? Fährst das Ding jetzt mal weg, oder was ist jetzt hier?
Der springt nicht an. Bondi, ey. Siehst du das? Oh, Alter, da musst du. Die Karre, die ist ewig alt, ey. Die musst du den unbedingt mal warten. So. Jo, passt das jetzt so für dich? Ja, passt. Dankeschön. Aber, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Like. Alter! Was ist jetzt wieder? Die Karre da weg! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich muss doch hier rauskommen! Ja, aber hier sind ja die Parkplätze! Ach nee, warte mal, die sind ja hier. Ach nee, hier ist vorbei, hast recht. So, jetzt aber. So, aber jetzt, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Schau mal MacBobo vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.